Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Erstmal sorry, dass dieser Part etwas auf sich warten ließ, aber bei mir war die letzte Zeit wirklich ziemlich viel privat und auf Arbeit los und so kam ich leider nicht dazu, die Videos zu schneiden. Ich bitte hier an dieser Stelle um harte und gerechte Strafe. Nun bin ich aber endlich wieder dazu gekommen und weiter geht's mit der Zusammenfassung von The Terror Group Trade. In dieser Folge gehen wir Part 11 bis 13 an. Wir müssen also erstmal 4 Repeater an verschiedenen Punkten auf Lighthouse placen. Wundert euch aber an dieser Stelle bitte nicht, dass ihr nicht das Placen von allen 4 Repeatern seht. Bei den ersten 2 ist leider die Aufnahme gecrashed und so das Videomaterial futsch. Danach in Part 12 gesammelte Items abgeben, die ich natürlich fertig vorbereitet hatte und so nicht extra wieder auf die Suche gehen musste. Und in Part 13 schließlich ein Flash Drive auf Customs finden, um den Transmitter fertigzustellen, den wir danach auf Lighthouse brauchen, um zum Lightkeeper hochstapfen zu dürfen. Das Ganze knackig zusammengefasst, wie die einzelnen Parts bei uns gelaufen sind. Das war's auch wieder mit meinem Gebabbel. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Einmal da und einmal bei den Raidern hinten, glaube ich. Ich weiß allerdings nicht mehr genau, wo ich dahin muss. Ach doch, in den Helikopter. Ey, nicht placen, das muss ich auch noch. Du darfst dich freuen, du musst auch noch 12 oder 10 Obdolbos Endstims found in Raid haben. Also von daher werden wir viel Zeit hier verbringen. Holz. Drinne. Hauptgebäude. Hm. Der Busch hat mal irre laut gehört. Jetzt müsste er kommen. Hab ihn gehittet, Beine aber nur. Ich bin tot! Gib dir mir einen Headshot. Sorry. War leider zu nah rangezoomt. Ich habe vergessen, vorher die Dinger umzustellen. Ich müsste mich genau da liegen beim blauen Container. Warte mal. Wer ist das? Der Rucksack, ja, klein. Was für ein Level? 31. Okay, ich sag gerade aus wie 3. Ich brauch erstmal einen Kaffee, bevor ich am Start bin. Alles ist gut, mach dir keinen Stress. Muss mir auch gleich erstmal einen neuen Kaffee machen, ja. Oh, nicht kein Regen. Kein Regen. Regen ist kein Segen. Ach du heilige Scheiße. Spieler rechts. Auf der Straße tief. Lass ihn mal laufen. Ich versuche mich ein bisschen an eine andere Position zu verschimmeln. Okay. Hab einen anderen Spieler. Ich hab einen anderen Spieler hinter uns. Wo ist er? Ich hab falsches Visier drauf. Mittig der Straße, beim Auto da. Ich werfe eine Nate hin. Könnte sein, okay, dass ich weit genug komme. Die kommt gut. War ein bisschen kurz. Auto. Noch eine Nate. Hab ihn. Ja, ist tot. Ich würde noch nicht rangehen. Wir haben ein bisschen viel Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Vielleicht kurz mal die Deckung suchen. Ich bin im Busch neben dem, neben der Leiche. Ah, hier vorne Lichter. Da. Da läuft. Ach, der macht auch die Quest hier wegen des Scuffs. Wasserfalls? Ja. Jo. Tja, Wasserfalls. Der ist da drin.
Bist du das? Nein, ich bin hier vor dir. Nee, nee, das bin ich, ich. Okay, okay. Er ist direkt vor der Haupteingangstür. Okay. Au, au. Ich bin fast tot. Ich muss mich ein bisschen verschieben. Deine Nate, ja? Ja. Kann sein, dass der wieder rein ist? Möglich, ja. Das Metallgitter hat ihm komplett das Leben gerettet? Ist das sein Ernst gewesen? Ja, voll. Redet mit ihm, Gewalt ist keine Lösung. Ich werf nochmal eine Nate. Keine Bewegung. Bin nochmal nach hinten. Bin nochmal nach hinten weg. Das bin ich. Ich renne nochmal ein Stück nach hinten weg, damit er denkt, ich entferne mich gerade ein Stück. Bin jetzt an der Posi, wo du vorher warst. Ja, ich bin vor dir an der Hauswand. Ah, mein Painkiller läuft aus gerade. Bei mir ist hier was. Oder ist er raus, nach hinten? Ja, bei mir springt was. Ich glaube, der ist hier an der Steindings lang. Ich habe hier relativ, also wie gesagt, entweder unter da mir oder unter Richtung. Oder? Warte, wo ist das? An der Straße oder was? Ja. Versuch von oben ranzukommen. Hier beim Busch. War der auf der Straße oder noch auf den Steinen? Ich weiß nicht, ob er jetzt tot ist. Ich glaube, der ist hier in dem Dings drin. In dem Busch da. Kann sein, dass der Dude tot ist. Irgendwie ist der so komisch da reingefallen in die Senke. Hören wir einfach weiter und den ignorieren. Ja, alles genau. Na, sind sie noch da? Ja. Sehr gut. Zumindest irgendein Scaff ist noch. Aua! Was? Ich habe ihn nicht mal anständig anaimen können, da war ich schon tot. Mit der Shotgun ins Gesicht geschossen. Ja, come on. Was ist Analgien, Zäpfchen? Empfinde ich jetzt nicht so praktisch. Nein. Hör auf jetzt zu diskutieren, ja. Ich muss Sachen hören. Sachen und Dinge, die ich nicht richtig deute und trotzdem sterbe. Geht's? Nein, ach nö. Was denn? Doch. Synchronizing. Ja, du kommst halt ein bisschen später. Ist ja kein Ding, wir spawnen halt eh wieder. An der Villa. Oh Gott, da sind sie! Ja, das ist uns für uns aber eigentlich auch der Top-Spawn, um selber die Typen abzugreifen wegen... Was war denn das? Eine Flash. Ja. Da ist schon wer an der Villa, ne? Sind wir late spawn? Warte mal, sind wir allgemein? Nö. Wir nicht. Nee. Mit Tobi. Tobi, du bist für uns schon da. Hä, wir sind hier hinten am Wasser oder? Nee, hier ist bist die Straße. Wir sind bei der Villa, du. Okay. Ja, ist ja gut. Ob du blöd bist, hat er gefragt. Ich sag doch schon ja. Was will er denn noch wissen? Sag mal, bist du völlig verblödet oder bist du blöd? Oh, Tobi, jetzt mal, kannst du mal hinmachen. Ja, vorne fighten sie schon. Sollen sie. Alle tot machen. Ja, das Ding ist, der Spawn von Southern Road kommt hier auch gleich lang. Versuch das hier zu sehen, falls sie von hier kommen. Boah, diese Spiel. Oh mein Gott, was? Hä? Wo ist er denn jetzt hin? Ist er jetzt weg? Ja, er ist nicht mehr hier. Ja, ich bin hinten am Ding gespawnt. Am Extract. Du musst ja dein
Ach so, hier ja, rennt was. Aber ich lauf lieber mit euch mit. Ich hör nix. Ich bin tot. Er ist tot. Ich weiß es nicht. Ich bin tot. Oh nein. Bin ich stuck? Nein. Oh, Daddy, I'm stuck. Falscher Film. Falscher Film. Was links? Normales Scav? Ja, warte. Hä? Will er mich verarschen? Ich war so drauf. Oh ne. Irgendwo hustet ein Scaff oder so oder ein Raider richtig doer derbe rum. Hört ihr das? Nö. Ach, das sind Möwen. Ich höre die ganze Zeit nur so. Jetzt höre ich nochmal hin, da höre ich irgendwelche Möwen kreischen. Ich würde sagen, wir können rausgehen und. Gehen wir bei Pastor Shoreline oder? Können wir machen. Müssen wir den Weg wieder zurück. 3 von 4 geplantet, das ist doch gut. Jo, komm, wir machen hier eine Dreierkette. Ah ja. Tarkov habe ich seit 2 Wochen nicht angerührt. Ach, hau mich weg, du. Guter Spawn. Nicht. Ja, ich würde aber schon fast sagen, wir gehen links komplett am Ende bis zum Bunker rüber und dann ganz entspannt. Lagerfeuer ist an, falls einer noch ein Würstchen mit hat. Eins hätte ich dabei. Drin ist wer? Geht ans Fenster? Rennt nach hinten? Wir könnten links an der Seite einfach durch. Er ist mit sie nach hinten gerannt. Okay. Ich versuche zu rennen. Ja, jetzt muss man aufpassen, dass von vorne keiner ist. Am Zelt. Ich bin schon weiter vorne, ne? Ich bin, glaube ich, ganz vorne. Vor uns. Hab einen Spieler. 2, noch einer. Auch tot. Held ist raus. Da ist noch einer. Wo ist noch einer? Ich glaube, es ist tot, es ist tot. Die Nate hat ihn umgebracht. Ich muss mich dringend madden. Ja, heal du, ich push vorwärts. Die Nate war genau da, wo ich ihn zuletzt hab schießen. Ja, ja, der ist auch darauf gestorben. 1, 2, 3 Tote. Ja, ja. Ich crouch kurz hier in den Busch rein. Einen müsste ich haben. Aufpassen. Geht erstmal in Deckung irgendwo. Der hier ist auch von Gunny, also die. Der ganz vorne an der Wand liegt, ist der von Gunny und der hier ein bisschen näher zu dir liegt mit der PPSH. Krieg ich vielleicht mal ein bisschen Kohle rein hier? Ja? Nee, das waren alles Lobbys. PPSH und PP91. Halt das mal kurz im Blick da, ich nehme bloß noch den Rucksack mit, dann können wir los.
könnte der aus dem Dorm sein, der im Dorm drin war. Wir wissen nicht, ob der alleine ist. Wir können jetzt auch zirkeln. Scuffs. Ihr wisst, wo das Ding spawnt? Oh, ist weg. Ist da. Ist durch. Ich hab's. Ist da, ist durch, ist weg. Ja, lass uns jetzt raus hier. Raus wieder schief. Schiefle. Hab ihn. Euch noch viel Spaß und bis später. Danke dir. Bis später, Peter. Oh mein Gott. Okay, wir sind direkt da. Die Frage ist bloß jetzt, da vorne ist halt ein Spawn. Meinst du, der aimt uns ab oder was? Keine Ahnung. Da hinten sind wir doch in Sicherheit. Hoffe ich. Schuss. Hast du wirklich das Ding in der Hand? Ja. Warum? 5. Das ist auch in der Hand, vorsichtshalber. Mach kurz Stamina. Ja, aber das Areal ist sehr groß im Wiki nachschauen. Ja, ja. Muss man jetzt trotzdem langsam laufen? Ich glaube nicht. Weiß es nicht. Hat schon mal geheult oder war es eine Möwe? Keine Ahnung. Ich muss einfach mal Stamina machen. I'm friendly! Oh, da oben steht er! Siehst du? Oder was ist das? Ja, ja. Legt der an? Nein! Meine Scheiße, ich hab so Schiss, ey. Kommen wir jetzt einfach durch. Schönen guten Tag. Schönen guten Dong. Wir müssen doch hier ganz normal anrennen können mit dem Ding, oder? Also ich würde auf jeden Fall hier den Loot mitnehmen. Guck mal, ein Eser. Ja, ich habe keinen Rucksack dabei. Das ist ja... Was ist ready to be completed? Du bist absolut ehrenlos. Alles nur fürs Event, du Heuchler. Oh, hier. So ein SCC im Reona. Hier ist noch ein Stim. Okay, ich habe hier so einen High-Loot-Raum. Gibt's hier einen Loot, Sammler? Ja klar. Achso, da oben glaube ich eher nicht. Sondern hier so die Räume. Hier sind ja auch Räume, deswegen dachte ich jetzt. Ja, dann kann da auch was sein, ja. Ich glaube an, ich war hier noch nie. Ja. Was geht hier? Fehlt schon was? Hier ist ein Sessel, ist aber nichts drauf. Oh, cool, die Aussicht hier. Ne? Und wie hoch es einfach geht. Alter, Schlachthaus, was ist denn hier los? So. Hier drüben ist, glaube ich, noch so ein High-Loot-Raum. Ich glaube, ich bin eins zu weit. Oder? Oh, Mule sogar.
Ich glaube, 5 ist das, wo du hin musst. Ach so. Ja, irgendeine Tür habe ich nicht aufgemacht. 7. Aber so habe ich es zumindest mal gesehen. Hier, Blue Tape, Haufen Kohle wert. 5 ist es nicht. Dritte Etage müsste es sein. Ich glaube, die habe ich als einzige komplett vergessen. Irgendwie 4 oder 5 ist das, glaube ich. So, hier looten kann ich nämlich gar nicht. Okay, cool. Hier ist alles weg. Aber das Gepinge geht mir halt ein bisschen. Junge, hier liegt halt so viel Zeug rum. So, ich höre mir kurz den Scheiß an. Na da, кто же еще? Прошел все испытания? Я смотритель. Думаю, ты слышал обо мне. Вести дела со мной хочет каждый, но не каждому дано. Кто я в данный момент, совсем не важно. Важно, кто ты и зачем ты здесь. Я смотритель. Смотрю за всем и за всеми, и все видят мой свет. В наше неспокойное время самое главное – обладать нужной информацией. Информация порождает связи. Связи дают возможности. Да, возможности менять окружение и, как следствие, реальность. В среде подобного рода базовая потребность человека – это выживание. Я не хочу просто выживать. Я хочу контролировать выживание. Для выживающего – да. Для того, кто обеспечивает выживаемость – все иначе. Мы встретились неспроста. Во всех событиях есть смысл. Случайностей не бывает. Ты сам искал встречи со мной. Ты задавал вопрос себе, зачем? Приближенность к тому, для кого коллапс есть начало нового. Ты хочешь не просто выжить, Diablo, ты хочешь контролировать ситуацию. Ich höre noch, wie er lootet. Тарков, и есть ты. Ты не можешь сбежать от себя самого. Как не смог сбежать от себя самого я. Этому миру конец. Все эти жалкие попытки удержаться на тающей льдине в центре бушующего океана. Все эти локальные стычки, лицемерие торговцев, подстрекательство, насилие, помноженное на насилие. Все это ведет к очень конкретному результату. Заката не будет. Будет перерождение. Ты не сможешь сбежать из Таркова. Ты ничего не понял. Это нормально. Я тоже сначала ничего не понял, когда они связались со мной. Нам пока больше не о чем говорить. Ты сам все поймешь со временем, распутывая этот клубок. Всегда что-то есть. Отлично. Не сейчас. Всему свое время. Ой-ой-ой. Всего хорошего. So, bin durch. Ja, ich bin hier in dem Marktroom-Key gerade drin, der neue. Wusste ich gar nicht, dass ich den Schlüssel dafür habe. I'm stuck.
Und du hast hier unten alles abgegrast, ja. Ja, was heißt alles? Ich bin hier? Die Räume ein bisschen durch. Ich stehe hier unten, ja. Ja. Von meinem Glück bin ich wieder abgeknallt. Ach scheiße, bin ich falsch gelogen. Temporary. Ja, weißt du, das ist scheiß drauf, ey. Warte doch ab, bis ich draußen bin. Wenigstens kurz abwarten, bevor du nochmal extra reinrennst hier. Vielleicht muss ich auch bloß aus der Zone raus sein. Darf immer nur einer mit diesem Ding rein, oder was? Da ich es bisher noch nicht probiert habe, habe ich keine Ahnung. Auf jeden Fall ist einer da entweder die ganze Zeit mit dem Granatwerfer am Schießen oder einer probiert die Minen aus. Hä? Was denn jetzt? Bist du schon raus? Du bist in eine Mine gelaufen, oder was? Nein! Aber Missing in Action. What the... Hä? Oder muss man denn sterben? Also ich habe gerade null Ahnung, was hier passiert ist.